Mahlzeit, jawohl, wieder mein großzügiges Paket von der Altona Silberwerkstatt, der lieben Maxi. Ja, das ist das zweite Paket, was ich da jetzt bekommen habe. Viel schneller als erhofft. Ja, das erste Paket, da ging es ja darum, Giant Mouse GMF1, dann gab es das Contoured Pub, das war ja das Highlight in dem Paket. Und ich muss sagen, total coole Messer haben die, aber glaube ich, so ein bisschen Probleme hatten. Fertigungstechnisch, die waren nicht so ganz richtig gemacht. Aber was ganz richtig gemacht worden ist, ist der Umgang mit dieser Thematik. Da hat die Maxi in der Facebook-Gruppe Altona Silberwerkstatt das Thema direkt angesprochen und sofort ja, mit einer Lösung parat. Nämlich, es gibt da wohl Probleme mit dem Lockbar oder mit dem Insert, besser gesagt. Dieser wird dann ausgetauscht gegen eins, was vielleicht nochmal ein bisschen mehr Material aufweist. Ja, Verbindung mit der Bitte von Maxi, die Messer einzuschicken. Also da kann man sich wirklich nur glücklich schätzen, wenn man bei der Altona Silberwerkstatt gekauft hat, weil da wird Service wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Auch ganz, ganz cool, ganz, ganz neu. Für mich sowieso Thema Podcast ganz neu. Die Maxi hat eine. Ja, jetzt ein Podcast auf die Beine gebracht. Da wird regelmäßig was rausgebracht werden. Die letzte Folge, die ist, glaube ich, von gestern oder vorgestern. Die muss ich mir noch reinziehen. Auf jeden Fall haut rein, schaut da mal kurz vorbei. Link oder beziehungsweise genaue Beschreibung gibt es in der Videobeschreibung. Gut. Gut, jetzt kommen wir zu diesem Messer, was ich vorstellen möchte, nämlich das Kleid von Giant Mouse Knives. In zweifacher Ausführung, zwei von drei werde ich euch heute zeigen können. Die dritte Ausführung, die möglich ist, die war jetzt nicht dabei. Bin ich auch auf jeden Fall gar nicht traurig drüber. Ich bin schon froh, wenn mir direkt mal zwei zugeschickt werden. Das ist ja nicht mal das Einzige, was in dem Paket war. Das war nämlich auch noch mit dabei, das Sonoma. Das ist jetzt meins. Das ist ein richtig, richtig cooles Teil. Überzeugt auf vielen Ebenen, nicht auf allen, aber gut, das ist normal, das ist bei allen Messern, da wird es auf jeden Fall eine Vorstellung geben. Vielleicht eine Gegenüberstellung hier mit diesem Messer, das hat sie mir auch nämlich zugeschickt, das ist ihr eigenes, das GM3, also nix hier Ace, Low Budget und nicht limitiert, sondern das ist streng limitiert, super gefragt und ja, eigentlich für viele ist das das gleiche Messer, aber da gibt es dann doch sehr viele Unterschiede und das nicht nur in der Verriegelung, sondern da gibt es ja einige Unterschiede und die werden wir uns angucken. Kommt ebenfalls in einer weiteren Ausführung und sogar eine Ausführung, das ist wirklich bespielen. Nee, andersrum. Das war zum Gucken, das war zum Bespielen, wenn ich mich nicht irre. Genau, wegen der Macke zu erkennen. Das durfte ich testen, habe es aber nicht getestet. Ich habe mir direkt das hier eigentlich mehr oder weniger geholt. Ja, wenig testen konnte ich die zwei, die ich jetzt zeigen möchte, weil einfach Mikata. Ja, ich wollte nicht, dass das Mikata direkt Farbe annimmt und direkt dunkelt. Das geht ja schon mal ziemlich schnell und ja, ich wollte das nicht. Da bin ich immer mit Fremdeigentum ziemlich, ziemlich vorsichtig. Ja, wir haben einmal hier das Mikata Grün. Dann haben wir Mikata Braun, beziehungsweise Mikata Natural heißt das, glaube ich, in dem Fall. Und ja, G10 schwarz. Das ist aber nicht der einzige Unterschied, den wir hier bei diesem Messer haben, sondern auch die Backspacer und die Daumenpins sind nochmal unterschiedlich in der Farbgebung her. Hier im Backspacer bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Aluminium ist. Hier bin ich mir noch ziemlich unsicher, aber ich denke auch, dass es Aluminium ist, weil ja, sieht nach einer Eluxierung aus und ja, die Farben sind eigentlich ziemlich identisch, also es wäre schwer, die Farbe so genau zu treffen, wenn es auch hier ja, Stahl wäre. Finde ich in dieser Kombination übrigens schon ziemlich, ziemlich heiß. Ja, das Grüne oder das leicht Grünliche mit dem Knall Orange, gerade Orange ist ja meine Farbe, das knallt so mal richtig. Beim ja, Naturbelassenem ist das Ganze etwas dezenter, nämlich schwarz gehalten. Ich fände das Orange an dem hier irgendwie, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, sehr, sehr cool, weil ja, Orange ist dann so ein leichter Braunton oder andersrum und ich glaube, die Harmonie wäre da vielleicht nicht so ja, knallig wie hier, aber die wäre auf jeden Fall so Ton in Ton und das könnte mir sehr gut gefallen.
Und bei dem G10 Schwarzen, ich glaube, da handelt es sich dann um rote Hardware, also so richtig knallrot. Schwarz-Rot auch eine schöne Kombination, wobei das G10, ja, gut, muss nicht unbedingt sein, ja. Das Mikata, das ist für mich zumindest das bessere Material, das schönere Material von der Haptik her, Optik auch schon mal, ja, also in dem Fall auf jeden Fall. Ja, soweit eigentlich dazu. Ich würde sagen, ich stelle das hier zur Seite und zeige euch dieses hier. Ja, Mikata habe ich jetzt viel dazu gesagt. Des Weiteren handelt es sich bei diesem Messer um ein Liner Lock. Ja, auch nochmal etwas, was ich nicht unbedingt haben muss und zwar auch nur dann nehme oder nehmen würde, wenn das Messer insgesamt mich überzeugt. Und das ist halt bei diesem Messer eigentlich auch schon mal der Fall. Aber ich habe mich nun mal für das Sonoma entschieden. Da war ich ja schon in Gießen vollkommen scharf darauf, aber die waren, nachdem ich so lange überlegt habe, am Ende nicht mehr zu erwerben. Die waren ausverkauft bzw. fremd entwendet, ja, wenn man das so sagen kann. Ihr seht schon, keine Kugellager, sondern wir haben hier Bronzewasher. Da kommen wir aber gleich dazu. Gut, wie gewohnt, gucken wir uns das Ganze einfach mal näher an. Hier die Achsschraube. Beidseitig, Linsenkopf ziemlich flach gehalten. Vorne Torx-Antrieb, hinten kein Antrieb. Ja, rein von der Oberflächengüte her schon sehr gut. Also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Da müsste man schon polieren und feinschleifen. Also das ist schon richtig, richtig gut. Sie sind nicht komplett eingesenkt, das heißt, ja, diese Linse, die halbe Linse, die schaut so ein bisschen ab auf beiden Seiten, fühlt sich sehr angenehm an, das heißt, man kann die Achsschraube so ertasten, ohne dass es angenehm wird, weil es einfach, ja, ziemlich flach baut, beziehungsweise eine flache Linse ist. Als Griffverschraubung haben wir hier ganz normale Senkkopfschrauben mit Torx-Antrieb, greifen hier in den Backspacer, die sind von der Senktiefe her, ja, top gemacht, die sind etwas unterhalb der Werkstück oder der Griffoberfläche. Das ist schon toll gemacht. Auf der Rückseite haben wir den Taschenclip. Hier tiefe Trageweise, Deep Carry Pocket Clip. Könnte deeper gehen, also tiefer gehen. Ja, dann wäre das Messer natürlich komplett versteckt in der Hosentasche. So hat man natürlich noch mal eine Möglichkeit, irgendwo das Messer greifen zu können, ohne Denio zu machen. Ja, also das passiert mir zumindest oft, wenn ich das Messer so ziehen möchte, dann drücke ich eigentlich mit dem Clip gegen oder in die Hose und das wird ja ein bisschen etwas schwergängiger. Man kriegt natürlich ohne weiteres das Messer aus der Hose, aber man kriegt entsprechend auch schneller die Macken an der Hose. Muss ja nicht unbedingt sein. Ja, zum Griffmaterial selber, zum Mikata selber. Es ist nicht im Anlieferungszustand, beziehungsweise das wird auf jeden Fall noch in der Fertigung bearbeitet, sprich ja, geschliffen oder gefräst, weil man spürt hier so einen leichten, ja, so einen Flor, will ich mal sagen. Das sage ich immer bei Lederriemen, sage ich das. Da ist so ein bisschen flauschig an der Oberfläche, aber super, super fein. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es hier bei dem noch eine Ecke flauschiger ist. Also das ist wirklich super angenehm auf der Haut oder ja an den Fingern jetzt hier. Ist natürlich nicht unbedingt griffig, ist ziemlich glatt. Die Kanten sind sauber ausgearbeitet, sind rundum angefasst. Ja, also wenn man sich das mal so genauer anguckt, wird dem einen oder anderen etwas auffallen. Aber das kommt gleich, was ich ansprechen möchte. Die Fasern, die sind schon ziemlich sauber. Was mir ja, sehr wahrscheinlich aufgefallen ist, halt diese ausgefransten Kanten. Ja, das ist, glaube ich, ja Programm, wenn man Mikata so wie in dieser Form bearbeitet und fast schon selbsttragende. Hier sind Leinen integriert, aber trotzdem selbsttragende Scales aufbringt. Da hat man eben das Thema, dass sich bei der Bearbeitung, bei der Fräsung eben das Material doch irgendwo wegdrückt, ist ja nur Stoff, Textilie und da werden eben ja diese Kanten und diese Faser nicht mehr erfasst, sodass das irgendwie ausgefranst aussieht. Ja, bei Stahl oder bei Metall müsste man dann entgraten, das ist dann noch einfach, aber hier diese einzelnen Ausfransungen wegzubearbeiten, das ist natürlich viel Arbeit. Ich finde es fast schon irgendwie cool, ja, gibt nochmal einen Charme zu dem Messer, zu diesem Flauschigen, was ich eben schon angesprochen habe.
Ist aber natürlich nicht jedermanns Sache. Da könnte man aber vielleicht mit vielleicht einem Messer oder mit Schleifpapier oder vielleicht sogar mit Feuer das Ganze hier ein bisschen ausbessern. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, kommen wir zum Backspacer. Der ist ja sehr wahrscheinlich Aluminium, wie eben schon angesprochen, hier mit dem Daumenpin. Der Backspacer eloxiert in diesem ja wirklich schönen Orange. Ich meine, dass ich das jetzt über ein Display des Handys sehen kann, dass er so ein bisschen in Gelb oder in Hellorange geht. In Wirklichkeit ist es aber doch etwas orangener. Also das ist schon ein schöneres Orange als das, was ihr jetzt momentan seht. Also da bitte davon ausgehen, dass es ein Ticken oranger-rötlicher ist. Der Backspacer bildet auch hier den Griffabschluss, ja, mit so einer integrierten Lanyard-Hole-Lösung. Finde ich sehr schön, weil einfach auch hier ja die Phase entsprechend angebracht worden ist. Die Bohrung oder die Öffnung ist so groß, dass man da normales 55er Paracord sauber durchfädeln kann. Paracord kann man hier dran machen, wegen der Größe, ja, weil es ist ein ziemlich kompaktes Messer. Ich habe jetzt keine Probleme, was die Grifflänge angeht, aber zum Ziehen vielleicht aus der Tasche oder der Ästhetik könnte das auf jeden Fall was bringen. Wobei ich finde, das Messer an sich ist schon ein echtes Schmuckstück. Also gerade jetzt hier diese Klingenform, da habe ich jetzt zuletzt auf Instagram und ich meine auch auf Facebook gepostet, dass ich solche Klingenformen immer geiler finde. Daneben das Jeans von Chirogorov beigelegt und das geht ja so in die gleiche Richtung. Und das ist schon verdammt sexy und das habe ich erst vor kurzem wahrgenommen für mich. Ja, ich habe immer gesagt, Person Style brauche ich nicht, gefällt mir nicht, aber ja, insgeheim liebt man es ja. Und mir gefällt es auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ist aber auch nicht super stark ausgeprägt. Also das passt schon. Ja, Linerstand, Lockstand sieht soweit sehr sauber aus, vordere Hälfte. Klingenstand ziemlich mittig. Der Klingengang, der ist soweit eigentlich ziemlich cool. Und damit meine ich nicht super leichtgängig. Das ist definitiv nicht leichtgängig. Also wenn man auch nicht konzentriert bei der Sache ist, kriegt man das Messer auch nicht sofort aufgeklebt. Dann sieht es ungefähr so aus. Man kann aber das Messer stark einstellen. Das heißt, ja, fester ziehende Achsschraube oder lösende Achsschraube. Vielleicht, wenn man auch sagt, ich komme damit klar, wenn es ein bisschen minimal Klingenspiel hat, kann man sogar das Messer so einstellen, dass es super läuft. Also dann muss man sagen, das ist schon dann voll in Ordnung. Aktuell habe ich null Klingenspiel und das bei einem, was ich cool finde, sehr seidigem, sehr gleichmäßigen Klingengang, ist aber halt eben nicht leichtgängig. Das heißt, ein Forschat ist hier nicht möglich. Ja, die Action bzw. das Bedienen per Daumenpin, ihr seht es hier, also ich war jetzt zu konzentriert mit dem Reden, klappt nicht. Also die Bedienung per Daumenpin, die ist voll in Ordnung, also die ist ziemlich gut. Der Pin ist sehr griffig, hat hier diese zwei bzw. drei Absätze oben auf der Stirnfläche. Ein Wegrutschen ist damit eigentlich, ja, eigentlich schon verhindert, mehr oder weniger. Verriegeln oder entriegeln, besser gesagt, hier durch diese Aussparung ohne weiteres möglich. Klinge, habe ich gesagt, ist mittig, passt von daher. Das Ganze ist natürlich aber auch kein Messer, wo ich sage, ich brauche unbedingt einen festen Lock, ich brauche unbedingt hier eine feste Klinge. Es ist ziemlich angenehm von der Größe her, EDC-Größe, sage ich gerne jetzt mal dazu. Und ja, für mich ist das wirklich ein Messer, wo ich mal ein Brötchen aufschneide, irgendwie Obst, Gemüse mal kurz auf der Arbeit schnibble. Also nichts für mich in die Küche oder irgendwie in den Wald. Dafür ist das alle Male gut gemacht. Nichtsdestotrotz hat sich Giant Mouse aber gesagt, okay, so ganz selbsttragende Mikata-Griffschalen wollen wir dann doch nicht haben und haben deswegen auf die Lockseite eine größere Platine eben wegen dem Lock eingelegt und auf diese Seite nur einen Streifen. Ihr seht es, glaube ich, ziemlich gut hier an der Stelle. Somit ist das Messer wirklich sehr, ja, steif. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Messer besonders ja, biegsam ist, ja, so wie das Ding hier.
Also das ist natürlich lustig. Ich finde es nicht unbedingt schlecht, aber lustig ist es trotzdem. Und das hat man ja einfach hier nicht. Also das Messer ist, was das angeht, schon ziemlich, ziemlich solide. Was ich auch noch sagen wollte, eben, soll ja auch nochmal gesagt werden, diese Messer sind tatsächlich wenig bespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Klingengang hier nochmal ein Ticken besser wird. Also das ist auch nochmal Fakt. Und Maxi, es tut mir leid. Das hat sich jetzt gerade für die Videoaufnahmen deutlich ja, geändert, was die Farbgebung angeht. Ich hoffe, du reißt mir nicht den Kopf ab. Ja, also es ist wirklich so wenig bespielt gewesen, dass ich auch sagen kann, das kann sich auf jeden Fall noch einspielen. Hier die Bronze Washer. Also tut mir auf jeden Fall leid. Aber gut, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Gut, was haben wir noch? Ja, Flachschliff an der Klinge. Ja. Leider kein Full Flat Grind und leider, und da muss ich auch sagen, das ist so ein Punkt, was mich am meisten vielleicht bei diesem Messer, ja, stört, will ich nicht sagen, aber ärgert. Es ist ein tolles Messer, was doch so ein gewisses Wollenhaben-Gefühl erzeugt. Aber ich finde den Schliff einfach nicht fein genug. Also es ist ja wirklich ein Messer für mich, feine Arbeiten, ja, für Kleinigkeiten. Da erwarte ich schon mal eine Klinge, die etwas feiner geschliffen ist, wo ich dann noch mal ja so leichte Schälarbeiten machen kann, ohne dass ich mir Angst haben oder Angst machen muss, dass das Messer bricht oder dass die Klinge bricht. Also das ist so ein Manko an diesem Messer. Gefühlt würde ich sagen, ja, 06, 07 hier in dem Spitzenbereich sogar etwas größer. Auch vielleicht ein bisschen zu erkennen an der Schneidphase, die ja so breit geht. Ja, das ist so ein Punkt für mich, wo ich immer sage, okay, überprüf mal den Anschliff. Und da ist noch viel Luft nach oben, das kann ich sagen. Ansonsten ziemlich gleichmäßig gefertigt hier am Ansatz zu erkennen. Auch das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn ich das Ding irgendwann mal auf ein Wicked Edge einspanne und schleife das komplett durch in einem gewissen Winkel, wie sieht meine Schneidphase an dieser Stelle aus? Ja, da muss ich nämlich auslaufen und was das angeht, da bin ich aber auch ehrlich, bin ich glaube ich ein Noob. Also ich glaube, ich bin da so bescheuert und schleife da an dieser Stelle weiter, bis ich da die komplette Schneide erzeuge oder das V erzeuge an der Stelle. Und das sollte man vielleicht natürlich auch nicht machen. Also da bin ich glaube ich auf den Kopf gefallen. Sorry deswegen. Ja, ansonsten Klinge Stonewashed auf der Vorderseite. Kein Labeling, keine Beschriftung. Auf der Rückseite eben das Ace-Logo. Und das Klingenmaterial L-Max. Klingenrücken gerundet. Sehr schön. Und Spitze könnte auch noch ein bisschen ausgeschliffener werden. Also ich glaube, ja, was Schliff angeht, muss man hier noch mal ein bisschen was tun. Also einmal der Schliff, der Flachschliff an sich, aber auch natürlich der Anschliff, die Schneidphase, die könnte hier noch mal ein bisschen, zumindest was die Spitze angeht, etwas ausgeprägter sein. Gut, das wär's zu diesem Messer. Wie gewohnt, ein Abschluss, Größenvergleich. Eben habe ich das Bugout schon mal beigestellt. Ja, das ist eigentlich, das Bugout ist etwas größer im Griff. Ja, 5 mm länger. Aber ähnliche Klingenlängen. Ja, das Bugout vielleicht wenige Millimeter länger. Und hier etwas schlanker, aber das ist definitiv auch nochmal ein ziemlich schlankes Messer. Dann. Etwas deutlich größeres, massiveres, das Paramilitary 2. Dann ein Benchmade Mini Griptilian. Das ist im Griff etwas kleiner, auch in der effektiven Schneide vielleicht minimals kleiner. Ja, das ist natürlich immer die Perspektive, die macht natürlich einiges kaputt, was den großen Vergleich angeht. Und dann habe ich noch mal ein Luna. Ja, übrigens mein erstes Messer, was ich von der Altona Silberwerkstatt geholt habe. Auch noch mal ein super Performer, finde ich. Jo, das ist natürlich dann insgesamt deutlich kleiner in allen Dimensionen, auch deutlich schlanker. Gut, das war's von mir.
hier zum Kleid Giant Mouse Knives, hier Mikata. Ich will das jetzt nicht so lange in die Hand nehmen. Also wirklich ein tolles Messer für Leute, die vielleicht ja super auf Mikata stehen und so wie ich zum Beispiel, was Liner angeht, ja nicht nur mal eine Platine dazwischen haben. Das muss ich nicht unbedingt haben. Gefällt mir persönlich wenig, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt dieses Messer zum Beispiel als so ein Negativbeispiel. Cooles Teil definitiv, gerade für das Geld. Aber mich stört das einfach, dieses Liner oder eben ja, das Magna von Fox. Total geiles Teil, aber die Liner, das ist schon ein bisschen nervig. Ich habe da auch überlegt, da mal ein Projekt draus zu machen. Das heißt Mikata, ja, wieder Mikata-Griffschalen dran, selbsttragend. Aber ich habe da einfach, ehrlich gesagt, nicht die Zeit, aber auch momentan nicht die Lust, weil dann muss ich wieder putzen. Gut, das war's von mir zum Kleid von Giant Mouse Knives. Vielen Dank, Maxi. Bis demnächst. Ciao, ciao.